Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer der letzten Aufnahmen mit mir, Wingman-Folge mit Raff und mir. Kann man so Und sagen. ja, weil er hat ja angedroht, wenn wir jetzt wieder gewinnen oder verlieren, dann hat sich das Spiel für ihn so oder so erledigt. Ja, seien wir mal ehrlich, Leute, ne? Wenn ihr jetzt aus irgendeinem Grund höchst fasziniert diese Folgen geguckt habt, ich kann es zwar nicht verstehen, warum, aber sagen wir mal, ihr habt sie geguckt. Und stellt euch bitte vor, ihr habt so in den letzten Wochen mit eurem Mate gespielt, wo ihr mal so gespielt habt und alles ist gut und ihr kriegt nur noch in die Fresse, ihr kriegt die unglaublichsten Shots, auch von den guten Spielern von uns. Wir sind nun wirklich nicht die guten Spieler von uns. Ja? Und dann spielt der Wingman und Goldnova 1, 2, Silber 1, 2, 3, kein Problem. Alles schießt euch mit Anlauf in die Fresse, im Laufen. Wie lange soll man das denn noch spielen, dieses Game? Gerade Ich wo habe wir nicht keine Ahnung. aufgenommen haben, habe ich gerade schon eben gesagt, ja, wir können einfach reinrennen, keine Ahnung. Normalerweise steht man da rechts, links, hier unten an den Türen und guckt unten auf die Türen und auf die Glasscheibe oben, ne? Also hier links von dir ist eine Glasscheibe, wo sie durchkommen können. Da, wo sie dich erschossen haben, genau. Ja, genau da. Ich hatte mich nur auf den unteren konzentriert gehabt. Und wieder schöner Headshot. Und ich habe immer noch vergessen, die Sounds auszumachen. Es tut mir Ah, leid. keine Sorge. Ja, das Hört ja ist. keiner. Naja, alle, die es gucken, halt. Meinst du, es guckt keiner? Ich glaube, wenn irgendwie. Weißt du, wenn irgendwas von uns auf einmal aus Versehen Klicks kriegt, dann genau diese Scheiße. Ey, der andere kommt, pass auf, der war im Window, der war im Window. Wahrscheinlich Tür, nee, Window, ne, zeig dich nicht, zeig dich, oh, nur ein HP. Ach, schade. Was willst du machen? Oh. MP auf die Entfernung und kannst vergessen, Alter. Die neuen HP, die ich noch hatte, habe ich ihm geschenkt. Mit Naja. einem. Ja, ich meine, guck mal, wir sind halt das Kommando, das hier so ein bisschen durchläuft. Und einfach mal den Leuten, die eigentlich keine Chance haben in CSGO, weißt du, die kriegen einfach von uns mal so ein paar Free Wins. Dann sind die bestimmt auch froh. Wir verlassen diese Tür nicht. Hahn, stopp, wir verlassen diese Tür. Okay, ja. Guck schön nach unten da, ne? Wenn dich was pusht, dann geh einfach weg. Ja, der ist schon hinten. Einer weg. Ist der andere? Ja, Oh, das durchs war. Fenster, glaube ich. Ja, ist klar. Der hat mich gepusht. Schön Aber. raff. Ja, wir mussten das jetzt leider so machen. Ich finde das ziemlich räudig. Ach, ich behalte die doch lieber. Räudig, aber. Oh, ich hätte die deine mitbringen können. Wie dumm. Ach, es ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Naja, okay. Geh auch mit der Bison durch. Glaube, es ist ziemlich egal, was wir gerade für Waffen haben. Nicht raus, nicht raus. Wo sind sie? Einer wieder Tür und der andere kommt wieder eigentlich Fenster. Der ist Tür, jetzt in der welche Mitte. von den Türen? Bitte Reaktor. Okay, Reaktor ist noch da. Bist du Ich? weg? Ja, ich bin tot. Lad nach, mach dir's gemütlich. Guck gar nicht. Brauchst nicht gucken. Links. Jetzt kann er wieder überall sein. Gerade runter da. Gerade runter. Schön die Smoke nutzen. Rechts gucken. Ja, in der Smoke bleiben. Nichts machen. Ich habe mich verdrückt, Entschuldigung. Du solltest den hier kriegen. Achso, achso. Ja, tut mir leid. Genauso wie das Aim läuft das leider auch mit den Sounds hier. Okay, denk dran, wieder nicht rausgucken, großartig, nicht rausgehen, nicht Nee, rausgehen. ich habe nur erstmal eine Granate geworfen.
Einer ist am Reaktor. Ja, Mr. Jiggle Reaktor ist ja kein Problem. Guck dir das an, jetzt hat er Bock. Jetzt ist schon, ich schon wieder CSGO. Schon wieder. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt alle die ganzen selbsternannten CSGO-Spieler, Gottlegenden-ähnlichen Wesen, die der Meinung sind, dass das keine Cheater sind. Ihr habt wahrscheinlich recht, aber sie gehören absolut nicht hierher. Absolut nicht. Window? Das ist doch nicht sein Ernst. Untere Tür rechts, ziemlich low. Ja. Ah, oh, fuck. Aber also was ich sagen wollte, ist einfach, wir haben halt das Pech gepachtet, aber diese Elo gehört hier nicht hin. Ja, du könntest leider, doch eine Nate kaufen. Ja, du könntest doch dies, du könntest doch das. Richtig, könnte ich alles machen. Ich könnte auch weniger steppen. Aber solche Shots, übere Rampe, mit der Diegel, mal eben zwei Headshots drücken, ist schon so eine Nummer für sich. Die bringen sich um den Verstand. Komm da bitte weg. Bitte. Bitte geh da weg. Ja. Die sollen da ihr Campinggeschirr aufbauen. Unten rechts? Tür wieder. Er? Unten rechts die Tür, ne? Das sind unten links und rechts die Türen. Ah ja, okay. Hat der mich wirklich noch durch die... Ernsthaft? Ja. Ich hab 1 HP und du rennst weg wie ein kleines Mädchen. Das ist nicht sein Ernst, Alter. Ich hab 1 fucking HP und die bringst nicht zu Ende. Können die nicht einmal, ey? Hexenjagd. Das ist so lächerlich. Smurf LDM. Ja, me. Ja. Und? Kannst du jetzt mal aufgeben, du unehrenhaftes Etwas? Du hast hier nichts zu suchen, Mann, mit deinem Rang. Wie auf deiner Elo. Halt dich bedeckt. Ja, der ist oben bei mir. Oh ja. Der hat noch 83. Und der kommt ja unten. Ey, ich hab nichts gehört und er kommt unten. Ich dachte, er kommt oben. Sind die jetzt irgendwie, fühlen die sich jetzt geil, weil er ein LEM ist und smurft im Silberbereich oder so, im Gold Nova 1, 2? Ist schon wieder so, die Leute merken nicht, ne? Und ich weiß, ein paar von uns machen das auch, ne? Aber die Leute merken nicht, wie sie selber mit Smurfen dieses Game vernichten. Die vernichten es einfach. Ah, oh, ich hab nur 47 gedrückt, den oberen. Ah, guck an, ey. Zack, Headshot. One click. Zack. Kein Problem, ey. Der eine LEM, der andere Cheater. Zwei Cheater. Einer, keine Ahnung. Keiner. Globals in Wirklichkeit doch nicht LEM. Man weiß das nicht, aber... Ich bin so kurz davor, ich halte keine Cam ein, aber ihr könnt euch so einen Millimeter, zwei Millimeter vorstellen, so kurz davor, dieses Game zu löschen und nie wieder anzufassen. Du hast schon so eine richtige Krampfader, quer im Gesicht, wa? Nee, eigentlich, ja, ich bin hart genervt, das hört man auch. Aber ich denke auch, es macht halt keinen Spaß mehr. Was soll ich denn tun? Ob ich mit anderen oder alleine spiele, immer nur in die Fresse? So dermaßen deftig? Okay, oh. Beide links und rechts, ne? Ja, der rechts ist weg. Ja, aber der andere, der hat eine, Scout. Ah ja. Und jetzt hat er einen Headshot und ich einen HP. Ein fucking HP. Und ich habe so halt keinen Bock mehr, dass es mir scheißegal ist und ich in der Smoke lau. Ah ja. Ernsthaft. Guck, hier bin ich. Nice. Oh, du bist so ein toller Spieler.
Ich bin so stolz auf dich. Deine Mama hat dich, glaube ich, ganz doll lieb. Ich kann das, das ist so. Liebe toll vom Wickeltisch fallen lassen, wa? Als ja, Aufmerksamkeitsdefizit. Kann man das ernst nehmen? Alter, kann man nicht auch mal, weißt du, wenn man schon angibt, dass man eigentlich eine LEM ist, kann man nicht einfach mal sagen, Alter, die sind echt, ne, die sind am Arsch, die drücken nichts, den kann man doch einfach mal das Game schenken jetzt hier. Nein, wir ziehen eiskalt durch und sagen, ey, wir smurfen. Wir haben es verdient. Ach, Mann, ey. Ja, so schön. Ja. Ich weiß nicht, warum man da noch GG schreiben muss. Wahrscheinlich, um sich hart lustig zu machen. Ja, Leute, gucken wir uns nochmal eben den Rang an. Und danach würde ich sagen, gehe ich erstmal CSGO deinstallieren oder so. Und das in dem Rang. Ja. Alter, guck mal. 2 Gold Nova 1. Ja, naja. Wir haben ja nichts Besseres verdient. Wir sind ja so gut. Ja, aber... Ja, schön. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Ich gehe jetzt CSGO deinstallieren. Ich hoffe, wir konnten euch wenigstens unterhalten. Für mich war das mal wieder die nächste Bestätigung dafür, dass CSGO einfach nur noch Dreck und Schwund ist. Bis demnächst. Tüdelü.